Was geht ab, meine Freunde? Wir sind noch oder beziehungsweise wieder im Happy Fit in Traun. Wir sind schon komplett nass, also ich bin komplett nass, du bist eh halb nackt. Leute, wir machen jetzt die dritte Übung in unserem Beintraining und zwar für die Hamstrings und für die Glutes, also für den Beinbizeps, sagen wir es einfach so. Und zwar wieder eine Panatta-Maschine. Du kennst sie schon, der Hammer, gell? Ja. Unfassbar, Leute. Wir machen jetzt mal jeden einen Aufwärmsatz und dann erklären wir euch was zu dieser Übung. Und ja, geilste Übung ever. Let's go. Meine Freunde, man kann diese Übung beidbeinig machen und einbeinig, ja? Das finde ich richtig, richtig geil, weil wenn Leute das lieber einbeinig wollen, was ich persönlich sogar besser finde, können sie es gerne einbeinig machen, aber auch beidbeinig. Man ist natürlich einbeinig ein bisschen stärker, das ist so, als wenn ihr zum Beispiel auch Bizeps Curls macht, seid ihr auch ein bisschen stärker, wenn ihr das abwechselnd macht, ja? Was ist wichtig? Wichtig finde ich, dass man wirklich dann weit hinunter geht und eine schöne Dehnung in den Hamstrings bekommt. Ja, das finde ich extrem wichtig. Und dass man diese negative Wiederholung, wenn man runter geht, wirklich schön kontrolliert und langsam macht. Also auf keinen Fall zu schnell. Oder? Ja. Es ist das Beste, ja. Wirklich, dass ihr eine geile Dehnung bekommt, schön langsam. Im Gegenzug aber die positive Wiederholung, Leute, wenn ihr das ganze Gewicht dann, also wenn ihr die positive Wiederholung macht, die soll richtig explosiv sein. Die soll nicht mit Schwung sein, wie ist das, aber die soll schnell und explosiv sein. Und dann finde ich es geil, wenn man oben nochmal schön den Beinbizeps anspannt, schön den Muskel squeezed, ja, und dann wieder langsam hinunter geht. Genau so ist es. Wie viele Wiederholungen machst du da? Was findest du am besten? 12, ja. Ich finde auch bei solchen Übungen, dass man eher mehr machen sollte. Also nehmt weniger Gewicht, wir machen hier fast kein Gewicht. Ich mache 10 Kilo pro Seite, sie macht 2,5 pro Seite und das reicht komplett, also der Muskel platzt. Ja. Schaut, dass ihr wirklich weniger Gewicht nehmt. Schaut, dass ihr euch ja, auf den Muskel konzentrieren könnt. Ja. Weil ich finde, wenn man zu viel Gewicht hat, dann kann man den Muskel nicht mehr ansteuern. Ja. Und dann rockt diese Maschine, Leute. Wir machen jetzt jeder noch 3 Sätze und dann sind wir wahrscheinlich ja, tot. Kaputt, Leute. Let's go. Leute, wenn ihr mal im Happy Fit in Traun seid oder in einem anderen Happy Fit, wo es diese Panatta-Geräte gibt, macht unbedingt diese Übung. Ja? Kann ich euch nur empfehlen. Also alle Übungen von dieser Serie, die wir gerade machen, macht die unbedingt. Also nutzt das aus, weil Panatta ist unfassbar. Und es gibt in Österreich, ich glaube Happy Fit ist das einzige Fitnessstudio, was die Panatta-Geräte haben. Also nutzt das komplett aus und macht diese Maschine. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt und liebe es echt hier zu trainieren. Also ich genieße das richtig. Ja, achtet auf die Sachen, die wir gesagt haben auf jeden Fall und killt eure Beine, macht ein paar Gains. Hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Fragen in die Kommentare, die Nadine oder ich, wir werden euch da natürlich alles beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.